Der Begriff Stütze, das einzige Wort, das da irgendwo gefallen ist, wenn du mal einen Kickser gehabt hast, wenn was nicht funktioniert hat, dann musst du halt ein bisschen mehr stützen, dass man unterschiedliche Meinungen im Raum stehen lassen muss oder kann, sage ich mal, ja, um eben zu sehen, was gibt es für Anschauungen. Und ich bin jetzt schon wieder bei dem Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben. Jeder soll die eigene Entscheidung haben, was ist für ihn gut und was so fantastisch ist in unserem Bereich, nicht? Die Musik kann jedes menschliche Gefühl ausdrücken, ohne auch nur ein Wort verschwenden zu müssen. Im Grunde genommen, es geht ja nicht darum, anzuecken, sondern eben die Dinge aus der fachlichen Perspektive mal anzusprechen. Alle in 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Frisch aus der Sommerpause raus darf ich euch begrüßen und ich hoffe, ihr konntet den Sommer auch etwas genießen. Ich war ein wenig unterwegs, habe schon einige Podcast-Folgen vorproduziert und durfte letzte Woche bei der Woodstock Academy für ein paar Tage mal vorbeischauen. Nicht nur, dass ich da einige Hörerinnen und Hörer getroffen habe, was mich sehr freut, damit ich auch mal sehe, wer eigentlich hier zuhört, konnte ich noch einige Kontakte knüpfen und Gäste hier für den Podcast klar machen. Ich kann euch jetzt schon versprechen, dass da ganz schön spannende Themen auf euch zukommen werden, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es sowas gibt oder dass sich jemand damit beschäftigt. Aber ich fand es so spannend, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall eine Folge darüber machen. Und das werdet ihr so im Laufe dieses Jahres noch hören. Und bevor wir jetzt zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer der Supporter, und das ist Buffet Grandport, beziehungsweise ist es der Clarimate aus dem Hause Buffet Grandport. Und ihr stellt euch vielleicht die Frage als Klarinettist, lautlos üben und die Nachbarn nicht stören, geht das? Oder wollt ihr sogar vielleicht die Klarinette zum elektronischen Blasinstrument verwandeln und Songs produzieren? Dann geht das mit dem revolutionären Clarimate. Der Clarimate ist ein Gerät, der hochpräzise Sensoren und eine patentierte Notenerkennungstechnologie, um Blatt, Atem und Fingersatz in digitale Signale zu übersetzen. Mit Kopfhörer dient der Clarimate also als lautloses Übegerät für Fingersätze. Mit Computer, Tablet oder Smartphone können verschiedene Sounds digital gestaltet und somit vom eigenen Song bis zur ganzen Sinfonie alles alleine mit dem Clarimate aufgenommen werden. Achtung, der Clarimate passt für alle B- und A-Klarinetten mit Böhm-System. Eine Version für deutsche Klarinette ist aber derzeit schon in Entwicklung. Mein heutiger Gast ist Robert Kreuzer. Robert Kreuzer ist mir vor über 10 Jahren schon im Studium über den Weg gelaufen. Er ist Autor von verschiedenen Fachartikeln und Fachbüchern über das doch sehr kontroverse Thema Stütze. Dass hier verschiedene Sichten, Meinungen vorherrschen, das habe ich auch schon im Vornherein gemerkt, als ich überhaupt die Folge hier ausgeschrieben habe, dass ich eine Folge über Stütze machen möchte. Dennoch finde ich, sollten verschiedene Blickwinkel auf jeden Fall zugelassen werden. Und deswegen habe ich auch Robert eingeladen, da ich aus meinem Studium noch weiß, dass viele damit ganz viel anfangen konnten und ihr Spiel auch weitergebracht hat. Ich spreche natürlich mit Robert über seine Sichtweise der Stütze und wie er dieses Konzept versteht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Robert Kreuzer hier im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast stammt aus der Steiermark in Österreich und hat klassische und Jazz-Trompete sowie klassischen Gesang studiert.
Seit 1994 ist er Lehrer für Trompete und Gesang am Kärntner Landesmusikschulwerk. 1996 kam sein erstes Fachbuch heraus und seitdem ist er in Sachen Atemtechnik unermüdlich unterwegs. Seit 2011 ist er als Lehrbeauftragter am Leopold-Mozart-Zentrum für Musik und Musikpädagogik in Augsburg tätig. Mittlerweile sind etliche Fachartikel und zwei weitere Bücher entstanden. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Robert Kreuzer. Ja, guten Abend, hallo, freut mich sehr, dabei zu sein. Schön, dich auf diese Weise persönlich mal kennenzulernen. Du weißt das wahrscheinlich nicht, wir haben uns sogar schon mal getroffen. Hilf mir ganz kurz mal auf die Sprünge. Also ich war da nur passiv tatsächlich dabei und nicht den ganzen Tag, aber das muss ungefähr so 2010 an der Hochschule in Würzburg gewesen sein. Ach, okay, ich habe so 2010, 2011 mal dort einen Zweitages-Workshop, glaube ich, gegeben, ja. Genau. Also ich habe damals noch da Schulmusik studiert und da sind wir auch war mal ein freier Zeitslot, da war ich auch da. Okay, alles also klar. Also von der Hinsicht, wir sind uns tatsächlich schon mal beim Weg gelaufen. Na bitte, das freut mich sehr. Okay, Robert, meine Standardfrage als erstes, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört? Immer wieder eigentlich die wunderschöne Carmen Burana von Karl Orff in der ursprünglichen Aufnahme, glaube ich, aus 1973, wo zwar der Karl Orff, glaube ich, nicht persönlich dabei sein konnte, aus persönlichen Gründen als Aufnahmeleiter, aber eine für mich fantastische Aufnahme, wo ich mir mal die Mühe gemacht habe, verschiedenste Aufnahmen zu vergleichen, gegenüberzustellen. Und an dieses Original kommt eigentlich kaum etwas heran mit fantastischen Sängern wie Hermann Prey, Lucia Popp und so weiter. Also eine perfekte Symbiose von Orchestermusik und auch mit den Sängern inkludiert. Okay, was fasziniert dich an dem Werk an sich? Einfach die Bandbreite, wie man mit Musik umgeht und wie man das verbindet, von Schlagwerk angefangen bis zu den Bläsern und dann auch die großartigen Sänger, allen voran eben Hermann Prey als ein, sage ich mal, im besten Sinne des Wortes Natursänger, der eben nichts zurückgehalten hat, sondern mit voller Inbrunst und Leidenschaft seine Stimme zum Besten gegeben hat. Okay. Auch deshalb, weil ich das Werk selbst mal studiert habe und auch mit Leidenschaft gesungen habe, den Bariton Bart. Okay, wenn du schon so Begriffe wie Natursänger benutzt und das große Thema wird ja heute auch Atemtechnik und auch Stütze und so sein, würde gerne ein bisschen früher noch anfangen. Wie kam Musik überhaupt in dein Leben? Na, ursprünglich war es eigentlich ganz banalerweise die Blasmusik, weil mein Vater als Tubist und mein Bruder als Klarinettist in der örtlichen Musikkapelle inkludiert waren. Und da war es naheliegend, dass auch ich ein Instrument lernen sollte. Das war dann letztendlich die Trompete. Und ja, da gab es mal ein Schlüsselerlebnis, wo man ganz unbeschwert mal beim Nachbarsbuben reingeblasen hat und dann kam gleich ein G2 raus und da wusstest du sofort, das ist meine Leidenschaft und das habe ich gefesselt und dann ja durchaus jahrzehntelang begleitet. Okay, und wann kam dann das Singen dazu? Eigentlich dann auf dem Weg, wo ich zu studieren begonnen habe und der Beginn des Studiums dann gar nicht so problemlos verlaufen ist, sondern sich nach einer unbeschwerten Anfangsphase schnell massive Probleme eingestellt hatten, weil eben diese Grundlagentechniken überhaupt nicht behandelt wurden. Also zu meiner Zeit war die Stütze eigentlich, der Begriff Stütze, das einzige Wort, das da irgendwo gefallen ist. Wenn du mal einen Kickser gehabt hast, wenn was nicht funktioniert hat, dann musst du halt ein bisschen mehr stützen. Und dann ging es halt mit der Kraftstemmerei los. Und je mehr wir alle gestützt haben, desto weniger kam dann raus. Und nach ganz kurzer Zeit war dann die große Zukunft schon am Zerbröckeln. Und nachdem ich nie eine Alternative hatte, einfach vom Interesse her, begann ich dann zu forschen, warum hat der eine Probleme, der andere keine, warum ist der gut und der andere kämpft immer mit Überspannungen. Und so bin ich auf diesem Weg
ja, forschenderweise auch zum Gesang dann gelangt und habe dann auf dieser Suche eben die verschiedensten Lehrmeinungen dann gesehen, gegenübergestellt und auch mitbekommen, dass das im Ausbildungssystem eigentlich viel zu wenig präsent war. Und durch die eigene Problematik, wo diese Probleme sich kurzfristig dann einstellten, obwohl ich vorher relativ unbeschwert geblasen hatte, ja, hat sich das ergeben, dass da eigentlich mit viel zu viel Kraft gearbeitet wurde, dass man eigentlich die Dinge zu sehr verkompliziert hatte, weil die Gegenüberstellung so war. Bei den Bläsern war seinerzeit das eigentlich kaum ein Thema, dass das wirklich im Detail erklärt wurde. Bei den Sängern muss man sagen, zugegebenermaßen war das immer schon ein Thema, schon seit dem Belcanto, nicht mit dem Inna Lillahi la voce und so weiter. Aber eben auch hier gibt es eben unterschiedliche Denkansätze und Lehrmeinungen, wo man mit dem Zurückhalten der Luft und so weiter das eigentlich ein bisschen verkompliziert und entgegen die Natürlichkeit, so wie es die Natur uns eigentlich mitgegeben hat, das ins Gegenteil fast verkehrt hat. Und in dieser Gegenüberstellung, auf dieser Suche eben, diese Problemstellungen lösen zu können, bin ich dann eben auf meinen eigenen Weg gekommen und irgendwann ist dann ja die Leidenschaft dazu gekommen, auch mal ein Werk zu schreiben, um eben anderen Kollegen, Musikern, Bläsern, Sängern diesen mühevollen Weg zu ersparen, den ich ursprünglich da gehen musste. Und noch mal ein bisschen rückblicken, wenn du sagst, also du hast vorher mühelos gespielt, willst dann Profimusiker werden und dann stellt sich plötzlich irgendwas ein. Was ist da passiert? Also da muss ja irgendwas, kam da ein Lehrer, der das noch komplizierter gemacht hat oder was war da los? Na, die ursprüngliche Einstellung war eben natürlich zu blasen, unbeschwert als junger Bub, der mit 9 Jahren begonnen hat. Habe auch schon mit 11, 12 Jahren beispielsweise ein Ave Maria von Bach Gounod ohne allzu viel Nervosität und so weiter in der Kirche geblasen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und als ich dann ins Studium eingetreten bin, begannen die Probleme, weil es da so diese Modeerscheinung gegeben hat. Da gibt es so eine Trompetenschule, wo man ein Brett an die Wand spannen muss und zum Stützen das fixieren muss. Du wirst das wahrscheinlich kennen. Die Und Klinkeschule. ja, genau. Und Ja. wo man sogar beim Einatmen diese Spannung noch halten musste. Und ja, das war der Anfang sozusagen vom Ende. Nicht je mehr wir Und der Professor hat es ja verlangt, eben diese Stütztechnik zu praktizieren. Je mehr wir das durchgezogen haben und fleißig waren und dem Professor vertraut haben, desto größer sind die Probleme geworden. Und irgendwann kam dann eben die Situation, wo dann gar nichts mehr rausging. Und da musste man sich dann eben schlau Ja. machen und habe ich diese Dinge eben dann versucht zu erörtern, auf dieser Suche dann auch der Kontakt dann bei den Sängern, beim Gesang. Und ja, das war der Ursprung eigentlich in dieser Notsituation, Dinge zu entwickeln, aus der Situation herauszukommen und dann das auch mal in einem Werk niederzuschreiben, um das mal neu aufzubereiten und zum Thema zu machen, was es ja aus meiner Sicht heutzutage noch immer viel zu wenig auch im Ausbildungssystem ist. Also ich hab damals auch dein Buch gekauft. Ich habe Ja. extra nochmal reingeblättert. Das ist ja von 2010. Und da schreibst du ja auch das, was du gerade schon so gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass das in den Ausbildungssystemen kaum berücksichtigt wird. Wir haben jetzt 14 Jahre später. Ist das immer noch so? Also von deiner Wahrnehmung? Ich sag's mal so, es tut sich natürlich mittlerweile einiges, dass auch Alternativmethoden Einzug gefunden haben von, sag mal, ein paar Schlagworte, Yoga, Qigong, Feldenkrais, Alexandertechnik und so weiter. Das sind alles gute Dinge, nicht? Ja. Weil in jedes in seinem Bereich als Alternativmethode, auch als Entspannungsmethode und so weiter, das absolut seine Berechtigung hat.
Nur die Problematik, die wir Bläser und Sänger haben, ist doch eine andere, weil eben im Kern es um den Begriff Atemstütze geht. Was ist die Atemstütze? Da geht es ja um die Tonproduktion. Und dieses Schlagwort, das ja uns Bläser und Sänger und auch Sprecher ganz elementar betrifft, wird ja nicht im Kern beschrieben und auch nicht angesprochen. Deswegen sehe ich so, diese Alternativmethoden haben ihre Berechtigung als Ergänzung, aber wir Bläser und Sänger und auch die Sprechberufe brauchen eigentlich im Kern doch was anderes. Es sind nicht Entspannungstechniken. Ich weiß schon, auch Yoga ist nicht nur Entspannungstechnik, aber eben die Atemstütze zu erklären. Wie kann ich Töne produzieren? Was passiert da? Wie muss die Luft komprimiert werden? Und wie kannst du vor allem einen freien Atemfluss mit einem entsprechenden Luftdruck aufbauen und dann die Luft noch frei fließen lassen. Das sind diese speziellen Problemstellungen und diese Aufgabe, die wir eben lösen müssen, um eben Klangqualität, Tonansprache, Artikulation, alles hängt ja letztendlich von der Luft ab, dann wirklich ohne Probleme und entsprechend mit Qualität dann abliefern zu können. Warum gibt es so viele Irrtümer? Beziehungsweise, was sind die größten Irrtümer, wenn es um Stütze geht, aus deiner Sicht? Das beginnt schon eigentlich mit dem Grundbegriff der Stütze, weil die Stütze ja in diesem deutschen Wort ja eine Mehrdeutigkeit hat. Die Stütze ja beschreibt ja auch eine Betonsäule, die eine Betondecke stützt. Und davon hat man eben auch abgeleitet, wahrscheinlich, also im Kern ist das die Hauptproblemstellung, dass man eben auch suggeriert hat, dass wir unseren menschlichen Körper stabilisieren müssen und eben festmachen müssen. Und deswegen auch diese Schulen eben, wie du es angesprochen hast, von Quinque, der da sicher das auch im besten nach bestem Wissen und Gewissen machen wollte. Es macht ja niemand vorsätzlich was Falsches und vielleicht hat er für sich damit die Lösung gefunden, um eben gut durchs Berufsleben zu kommen. In meinem Fall war es eben der Beginn von den großen Problemen, wo du eben fest wurdest, wo du zu viel Spannung aufgebaut hast und dadurch ja immer die Kehle verschlossen wurde oder eine schließende Kraft auf die Stimmlippen dann gewirkt hat. Und du hast eben immer diesen Luftstau provoziert und mit riesigem Kraftaufwand die Luft nicht mehr zu fließen gebracht. Und da liegt der Kern der Sache, nicht? Stützen, Anspannen der Bauchmuskeln oder andere Muskelgruppen heißt immer, dass du eben im Kern, wie es ja auch immer beschrieben worden ist, die Stütze ist das gleiche, wie wenn du auf der Toilette sitzt, das gleiche Gefühl, oder wie wenn du ein schweres Gewicht aufhebst. Das sind meines Erachtens überholte Lehrmeinungen, wo viel zu viel Kraft eingesetzt wird und wo du ja eben zu blockieren beginnst, ja, und die Luft nicht mehr wirklich frei fließen lassen kannst. Aber wie kam das überhaupt? Also kannst du dir das erklären, wie das überhaupt dazu kam, dass solche Sachen überhaupt aufgestellt werden? Weil es muss ja auch vor dir schon Leute gegeben haben, die festgestellt haben, okay, wenn ich das so mache, fühlt sich das nicht so gut an. Ja, man kann es ja auch sofort nachvollziehen, nicht? Versuch mal Ja. zu sprechen und die Bauchdecke anzuspannen, dann ist sofort die Stimme verpresst. Du hörst es auch akustisch ganz deutlich. Das Gleiche passiert aus meiner Sicht eben, wenn du den Bauch draußen hältst und unten diese Weite halten musst, die Bauchdecke, die Flanken nach außen drücken, die Luft zurückhalten. Du erzeugst eine Gegenbewegung zum Zwerchfell, das sich ja nach oben bewegen soll, um die Luft nach außen zu führen. Und so sind es immer eigentlich Methoden, die etwas dazu interpretieren, sage ich mal, was nicht dem entspricht, wie es die Natur uns eigentlich mitgegeben hat. Denk mal drüber nach, wie du jemandem nachschreist, der auf der anderen Straßenseite steht. Denkst du an Stützen oder die Luft zurückzuhalten? Du machst es völlig instinktiv und das Zwerchfell schleudert geradezu elastisch nach oben, um eben diese Power zu kriegen und wo du eben nichts zurückhältst oder anspannst. Ja? Also eigentlich ist der Kern der Sache, dass man zu weit weggeht von der natürlichen Funktionalität. Eine dritte Variante wäre eben, wie es auch oft verkauft wird,
von oben nach unten zu drücken. Hier wird die Luft zwar komprimiert, aber ob du mit dieser negativen Körpersprache die Luft noch locker nach außen führen kannst, das ist wieder die andere Frage. Ich habe nur gemerkt, auch jetzt in der Ankündigung, dass ich eine Folge über Stütze machen möchte. Da, also ich hatte auch noch nicht gesagt, mit wem ich spreche, dass das schon auch ein Tabuthema ist. Also da kommen dann einige, die dann schreiben, oh, da musst du aber mit jemandem sprechen, der sich da gut auskennt. Und so. Warum ist das so ein großes Tabuthema bei uns? Es ist ein ganz ein heikles Thema eigentlich. Ja, weil es aus dieser Tradition her eben so unterschiedliche Lehrmeinungen gibt. Ja, also ich habe in meinem zweiten Buch, das ich 2020 veröffentlicht habe, meine drei Hauptfachartikel zusammengefasst, die ich in den letzten 15, 20 Jahren veröffentlicht habe. Und die sind beispielsweise in der Zeitschrift Das Orchester erschienen. Und da ist immer natürlich diese Diskrepanz da gewesen. Die einen haben wirklich sich gefreut, endlich kommt da was und wird dieses Thema aufgearbeitet und weg von diesen kraftbetonten Methoden. Und dann gab es die andere Seite, die sofort wirklich massiv dagegen gearbeitet haben. Das ist ja ein Wahnsinn, der widerlegt ja die ganzen wissenschaftlichen Lehrmeinungen. Und der Kern liegt da wirklich aus meiner Sicht darin, dass eben die Diskrepanz zwischen der heutigen wissenschaftlichen Lehrmeinung und der praktischen Realität, was sich wirklich auf der Bühne im Orchestergraben und so weiter abspielt, da gibt es einen großen Unterschied. Und deswegen auch diese Emotionalität, wo eben wirklich die Lehrmeinungen aufeinanderprallen und ja, wo es oft ganz, ganz wild und heiß hergeht. Wobei ich der Meinung bin, ich habe natürlich auch meine Lehrmeinung, die ich vertrete, aber man kann ja durchaus in diesen Dialog eintreten und die verschiedenen Lehrmeinungen gegenüberstellen, dass man mal weiß, was gibt es für verschiedene Anschauungen und sich dann die Studenten selbst anschauen können, was ist für mich logisch oder unlogisch, was ist praktikabel, was ist für mich problematisch und so weiter, um einfach selbst sich ein Bild machen zu können und dann wird sich die Qualität ohnehin auf Dauer durchsetzen. Was ist praktikabel und wie komme ich über die Runden und kann ich vor allem mich gut weiterentwickeln und auf eine professionelle Ebene eben dann wirklich als Bläser oder Sänger kommen. Ich glaube, heute hast du auf Facebook was veröffentlicht, so 5 Fragen aus irgendeinem Artikel oder so. Und du hast so ein Zitat genannt von Hermann Hesse. Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich. Siehst du dich da so ein bisschen drin? Ja, es ist aus meiner Erfahrung durch die letzten Jahrzehnte natürlich schon so, dass man, wenn man sich eine eigene Meinung erlaubt zu haben und diese zu artikulieren und eben neue Wege zu beschreiten und eben diesen Mut zu zeigen, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn man mit einem Werk an die Öffentlichkeit tritt, da rechnet man ja zu Beginn nicht nur, dass da die Lobeshymnen kommen, wobei es für mich zu Beginn fast eine Überraschung war, dass eben sofort diese Referenzen gekommen sind von Christa Ludwig, Walter Berre, Wiener Philharmoniker und so weiter. Und das ist die eine Geschichte, eben neue Wege zu beschreiten, dann eben das Glück zu haben, auf interessierte Leute zu treffen, auch in großen Zeitschriften gute Kritiken zu bekommen. Aber dann die nächste Kategorie ist dann durchaus eben, wenn man als Systemkritiker auftritt, so wie ich es auch mache, eben die 7. Auflage von meinem Buch. Es geht ja auch darum, das musikpädagogische Ausbildungssystem kritisch zu hinterfragen. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach und damit hat man nicht so sehr eine Freude, nicht als Systemkritiker da eben sich neue Dinge anschauen zu müssen, das gegenüberstellen zu müssen. Es ist halt so, dass jeder so ein bisschen seine eigene Richtung verfolgt und wenn man dann nach Jahren vielleicht was Neues entdeckt, das dem völlig widerspricht, dann ist es auch durchaus ein Spiel der Eitelkeiten und eben, wie weit ist man doch flexibel, neue Denkansätze überhaupt auszuprobieren. Also das ist nicht ganz so einfach. Wie war das jetzt im Laufe der letzten Jahre, wenn du sagst, okay, das ist nicht so einfach und da ist auch viel Gegenwind und du bist ja auch schon jemand, der gern solche Dinge auch anspricht, so, also so in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Und irgendwo hast du, glaube ich, auf Facebook, ich habe so ein bisschen mal durchgescrollt, auch mal die Singtechnik von der Callas
analysiert. Auch so ein Tabuthema, was ich dann irgendwie in den Kommentaren festgestellt habe. Aber war das schon immer für dich so ein Ding, okay, ich habe damit keinen Stress, da jetzt mal auch irgendwo anzuecken? Naja, im Grunde genommen, es geht dir ja nicht darum, anzuecken, sondern eben die Dinge aus der fachlichen Perspektive mal anzusprechen. Das konkrete Beispiel, was du hier nennst, nicht mit diesem großen Weltstar Maria Callas. Ich muss dazu sagen, da war ich gerade das erste Mal, mittlerweile werde ich schon ein bisschen älter, eben meine erste Kur. Und auf Kur war man dann ein bisschen fad. Und dann habe ich halt ein bisschen herumgezappt und so weiter und dieses Thema entdeckt mit dem Jubiläum von der Carles, mit dem Geburtstag. Und es taucht ja immer wieder auf. Nicht so, sie ist so ein plakatives Beispiel, nicht? Also dieses Tabuthema, der unnahbare Weltstar, der eben wirklich eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Und natürlich als Künstlerin war sie unbestritten eine absolute Größe, nicht? Aber wenn man es dann jetzt vom fachlichen Aspekt mal sieht, dann muss es ja auch erlaubt sein, gewisse technische Details mal zu hinterfragen. Und da fällt eben einem immer ganz augenscheinlich wirklich auf, dass sie zumindest in den letzten Jahren, wo sie ja durchaus ihre Probleme auch bekommen hat, dass sich vor allem der Oberkörper völlig verengt hat. Und das ist auch ein Kern meiner Methode, abgesehen von diesen zu kraftbetonten Methoden, wo man immer irgendwas anspannen, wohin drängen, was zurückhalten muss, was eben nicht einem natürlichen Atemfluss entspricht. Ja, ganz entscheidend ist, dass man, wenn man eben aktiv ausatmet, als Bläser, als Sänger, als Sprecher, also bei der Tongebung den Oberkörper freigibt. Und das ist eben hier genau das Gegenteil. Sie verengt massiv den Oberkörper. Dadurch, dass sich das Dekolleté senkt und von oben nach unten gedrückt wird, staut sich alles im unteren Rumpfbereich unter dem Brustkorb und dadurch ergeben sich diese Überspannungen im Bauchdecke, Flanken, Rücken und Muskulatur. Also die gesamte Atemmuskulatur wird eigentlich in der Beweglichkeit eingeschränkt. Und der Kern meiner Methode ist, und das kann man ganz gezielt eben mit wenigen Übungen erreichen, dass man eben wirklich den Körper öffnen kann, dass man das mit der Offenheit und Beweglichkeit dann wirklich schaffen kann, die doppelte bis dreifache Luftmenge rein und dabei wieder locker rauszubringen. Das heißt, anders formuliert, verengst du den Körper, schränkst du dich massiv in der Beweglichkeit ein und es ist immer die Gefahr da, dass du eben Überspannungen aufbaust und deswegen eine schließende Kraft und eben zu viel Spannung auf die Stimmlippen in dem Fall kommt, wo die Stimme nicht mehr frei schwingen kann und dann gibt's eben auf Dauer die Probleme sogar mit Stimmbandknötchen und so weiter. Wir Bläser haben während den Blasen immer wieder diese Stimmbandverschlüsse, wo die Luft nicht direkt ins Instrument kommt. Und mit dem Öffnen vom Oberkörper, das sind ganz gezielte Übungen, die ich speziell dafür entwickelt habe, kriegst du es hin, dass du mit positiver, offener Körpersprache blasen kannst und eben die Flexibilität nicht verlierst. Ich stelle es mal auch so gegenüber. Ich spreche auch immer davon, dass Bläser, Sänger Spitzensportler sind. Ja, es werden nur andere Muskelgruppen trainiert. Und das heißt, es geht im Kern ja immer darum, ob im Spitzensport oder auch bei uns als Musiker, es geht darum, wenn du tagtäglich zu trainieren, zu üben, wir sagen halt üben dazu beginnst, also professionell regelmäßig zu arbeiten beginnst, dass du eben deine Flexibilität nicht verlierst, obwohl du deine Grenzen ausreizt und eben Spannkraft, Ausdauer, Substanz und auch Kraft natürlich ausbauen musst, ja. Also es geht immer darum, in diesem Leistungskonzept die grundsätzliche Beweglichkeit, Offenheit, wie ich es nenne, nicht zu verlieren oder eben sich zu bewahren. Okay, also für die, die jetzt noch ein bisschen verwirrt sind. Also Bauch nach außen drücken, während dem Ausatmen völlig verpönt. Ja. Was müsste der Bauch machen? Der müsste nach innen gehen. Ich fasse mal so zusammen. Ja. Gehen wir doch zum Kern zurück auf diese Haupt, aus meiner Meinung, Fehlinterpretation, diese alte Tradition, die Bauchdecke anspannen zu müssen. Ja. Wenn du die Bauchdecke anspannst, es gibt diesen berühmten Vergleich, die Stütze ist das gleiche Gefühl, wenn du auf der Toilette sitzt.
Und das sagen ja nicht nur irgendwelche Blasmusiker oder Hobbychorsänger, sondern auch berühmte Leute haben diesen Satz wiederholt. Ja? Ja. Wenn du anspannst, kriegst du eine schließende Kraft auf die Stimmbänder, im Extremfall sogar einen Stimmbandtotalverschluss. Warum ist das so? Weil wir diese Funktionalität von der Natur mitbekommen haben. Spannst du die Bauchdecke an auf der Toilette, du holst vorher Luft, spannst an, um einen Totalverschluss zu provozieren. Das heißt, das ist so gekoppelt. Anspannende Bauchdecke verschließt die Kehle, um das System umzukehren und den Druck nach unten zu verlagern, um eben den Körper entleeren zu können. Und jeder Mensch, der gesund ist, geht mehrmals am Tag auf die Toilette, um entweder die Harnblase oder den Darm zu entleeren. Eine Entleerungsfunktion, ja. Und unser Problem ist, wir müssen diese Funktionalität eigentlich umgehen. Das ist das Problem. Was sagt umsonst, der größte Feind des Bläsers sind die Stimmlippen, weil du, wenn du zu viel Kraft anwendest oder zu viel Spannung sich ergibt, eben durch eine zu enge Körpersprache, dann wirkt es das so aus, dass die Stimmritze verengt wird und irgendwann die Stimmritze verschließt und dann staut sich schon im Hals, anstatt dass die Luft direkt zu den Lippen und ins Instrument geführt werden kann. Ja? Ja. Und beim Sängen ist natürlich, ja, kommt ein bisschen zu viel Druck drauf. Ich mache es mal jetzt so bewusst provoziert. Dann hörst du schon, die Stimmritze wird immer enger, die Stimme wird zusammengepresst. Und selbst wenn es nicht so viel sein sollte, ein bisschen zu viel Spannung wirkt sich auf die Dauer so aus. Das reibt sich ein bisschen und immer ein bisschen mehr. Und irgendwann gibt es dann die Probleme, dass die Stimme luftig und heiser wird und die Knötchen da sind und im Extremfall sogar operativ entfernt werden müssen. Alles eine Frage von Überspannungen, die entweder bewusst provoziert werden, in dem Glauben, dass man eben stützen muss, oder eben es ergeben sich zu viele Spannungen, weil du mit zu enger Körpersprache eben es nicht schaffst, den Körper freizukriegen und die Elastizität zu erhalten. Ich muss ja selber zugeben, dass vorm Studium wurde da nicht viel drüber geredet. Da hieß es halt irgendwie, ja, stützen oder halt mit mehr Luft spielen, was auch immer das immer heißen mag halt. Und das erste Mal, zum Beispiel, dass der Oberkörper und der Brustkorb sich beim Ausatmen auch öffnen darf, hatte ich tatsächlich im Gesangsunterricht. Ja, okay. Es war das erste Mal, dass da drüber gesprochen wurde. Alles andere außenrum war für mich auch schon wieder zu verkopft. So mit hier weit machen und da und halten und hier. Ja, okay. Aber das war das erste Mal, dass ich überhaupt über meinen Brustkorb nachgedacht habe. Tatsächlich. Wie kommt jetzt jemand, der das jetzt hört und sagt, ja, puh, Oberkörper freigeben? Kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, was du damit Ja, meinst? erstaunlicherweise ist es ja so, dass sogar bei großen Weltstars immer wieder zu beobachten ist, vor allem auch bei den Damen, dass eben bei der Tongebung sich das Dekolleté immer mehr senkt und sich immer mehr verengt. Und jetzt kommt ja dann das nächste Stichwort dazu, dann die reflektorische Atmung. Wenn du den Oberkörper verengst, dann kannst du ja nur mehr bewusst dann die Spannung lösen und einatmen und atmest dann meistens wieder zu flach ein. Das heißt, auch die Reflektorik ist ganz unmittelbar davon abhängig. Und wenn du den Körper verengst, funktioniert die eigentlich nicht. Denn eine effektive Reflektorik sollte eben so funktionieren, dass du den Oberkörper bewusst öffnen kannst und dadurch, und jetzt auf deine Frage von vorhin zu antworten, die Bauchdecke bewegt sich eben direkter nach innen. Durch die direkte Bewegung von Bauchdecke und Zwerchfell nach oben soll sich das Brustbein heben, der Oberkörper öffnen. Und mit dieser offenen Körpersprache, die ja diese berühmten Purzelbaumkinder, die oft gar nicht im Detail wissen, was sie machen, aber trotzdem eine Karriere machen. Sie machen es instinktiv richtig, weil sie eben nichts zurückhalten, weil sie in dem Selbstbewusstsein eine offene Körpersprache haben. Und das überlasse ich eben nicht dem Zufall, sondern das kann man bewusst lernen. Aber um eben zum Beispiel den reflektorischen Atem gewinnen zu können, muss der Oberkörper vorher offen sein, damit du zum Entspannen im unteren Rumpfbereich schnell genug die Muskulatur entspannen kannst und das Zwerchfell reflexartig, es kommt eben vom
Wortstammreflex. Es muss schnell genug passieren, um diese Sogwirkung zu erzeugen und eben durch das Lockerlassen ganz schnell die Luft wieder gewinnen zu können, ohne bewusst einatmen zu müssen. Wie komme ich jetzt von, also du hast ja am Anfang gesagt, du wolltest und willst eigentlich auf die Einfachheit und die Natürlichkeit des Atmens wieder zurück, weg von dem Verkopften. Man muss hier machen und hier frei halten und so. Ja, genau. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Weil wenn ich jetzt wieder, also wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich muss gucken, dass der Oberkörper und so, dann bin ich ja wieder verkopft. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe schon. Es ist natürlich klar, ich hab gerade vor kurzem mal so eine zweiteilige Serie gemacht oder eben beim Blasensicht Digital, wo wir die Möglichkeit hatten, dann meine Übungen mal wirklich Schritt für Schritt aufzubauen. Das heißt, zuerst muss ich mal natürlich mit einem gewissen Umfang und auf logischer Basis die Dinge erklären, dass ich mal im Grundsatz die Zusammenhänge verstehen kann. Und die verstehe ich auch in deiner Argumentation. Ich muss schon wieder drüber Ja. nachdenken. Und solange du drüber nachdenken musst, bist du ja schon wieder nicht so locker, wie es letztendlich sein soll. Nur, wenn ich mal das Grundwissen habe und das in eine positive Richtung führen kann, mal von den grundlegenden Bewegungsabläufen, ganz einfach formuliert, einatmen, Bauch nach außen, ausatmen, Bauch nach innen und nicht eben dann die Bauchdecke so lang wie möglich draußen zu halten, bis es gar nicht mehr anders möglich ist und erst dann darf sie nach innen bewegen, wenn oben der Körper schon wieder zu ist. Das ist nämlich die Problematik dabei. Das heißt, zuerst verstehen und dann bewusst wieder das neu aufbauen. Nur ist das kein Problem, weil wir ja alle die gleichen anatomischen Grundlagen haben und auch das immer unser ureigenstes Prinzip ist. Das heißt, mal die richtige Art und Bewegung zu finden, zum Einatmen die Bauchdecke völlig frei zu lassen, dass man spürt, je mehr ich die Luft einatme oder einsauge, desto mehr wird die Bauchdecke nach außen gedehnt und beim Ausblasen möglichst direkt nach innen, dass man sieht, der Zwerchfell wird in seiner Bewegung nach oben unterstützt, quasi unterstützt unter Anführungszeichen, aber ohne zu drücken, aber direkt nach innen oben, dann hebt sich das Brustbein und der Oberkörper beginnt sich zu öffnen, wie eben bei jemandem, der mit Selbstbewusstsein aufrecht dasteht, ihm als Basis eine aufrechte Körperhaltung. Ja? Dann der nächste Schritt wäre, wie wirklich mit einer gezielten Übung eben das Zwerchfell wieder zu aktivieren. Das ist auch möglich, wenn jemand 20, 30 Jahre lang völlig flach geatmet hat, gibt es eine einfache Übung, wo man das sofort wieder aktivieren kann. Also das Zwerchfell aktivieren, die richtige Art in Bewegung finden, dann gezielt eben diese Blockade lösen, wenn man jahrelang den Oberkörper verengt hat. Ja, gibt es auch eine dritte Atemübung in meinem Buch, wo man sehr schnell diese Blockade am Brustbein lösen kann, den Oberkörper öffnen kann und dann natürlich gezielt Übungen, um die Bauchmuskulatur an und für sich wieder aufzulockern. Weil das ist ja das Kernproblem. Wenn du verengst oder anspannst, kriegst du über lange Zeit eben so einen Übertonus der Muskulatur, dass es einem schon schwer fällt, die Bauchmuskulatur locker genug zu lassen. Ja? Und dafür habe ich Übungen entwickelt, wo du mit kurzen Impulsen sofort das gezielt wieder durchschütteln kannst, wieder die ursprüngliche Elastizität wieder erreichen kannst. Nur müssen diese Übungen dann regelmäßig gemacht werden. Und auf dieser Basis eben richtige Atembewegung, ausgehend vom Zwerchfell als Hauptatemmuskel, das in die richtige Richtung führen, den Oberkörper öffnen, dass die Blockade oben gelöst wird und die Bauchmuskulatur in sich wieder zu lockern, dass eben diese große Beweglichkeit wieder zum System wird. Das sind dann diese Grundvoraussetzungen, um Schritt für Schritt sein volles Lungenvolumen sich wieder erschließen zu können, um es jederzeit abrufen zu können, wenn ich es brauche. Du hörst schon, wie ich es formuliere. Ich formuliere das ganz bewusst so, weil es nicht heißt, dass ich permanent voll ein- und ausatmen werde, sondern ich werde immer nur so viel ein- und ausatmen, wie ich es eben für die nächste Phrase dann brauche. Ja? Aber als Bläser, Sänger, Sprecher komme ich schon viel häufiger als der Normalverbraucher unter Anführungszeichen im täglichen Leben in die Situation, das volle Lungenvolumen nutzen können zu müssen, weil ich viel Luft brauche für laute Töne, für lange Phrasen, weil ich unter Umständen einen hohen Luftdruck aufbauen muss für hohe Töne. Ja? Und
In jeder Phrase, die du spielst, ändern sich ja permanent die Druck- und Spannungsverhältnisse. Das heißt, du brauchst eine große Flexibilität, die eben immer wieder durch die zu Kraft betonten Methoden eingeschränkt wird. Und deswegen, ich gehe in die Richtung viel, viel Beweglichkeit, viel, viel Lockerheit und dann eben diesen Leistungsatem, wo es sehr wohl um Spannkraft geht. Wenn ich Heilholz blase, habe ich eine unglaubliche Spannung auch in der Bauchdecke, aber die trotzdem nicht so fest ist, dass ich blockiere und trotzdem nicht so fest ist, dass der Hals zumacht. Und darum geht es eben, dass ich nicht von unten vielleicht noch als Gegenüberstellung wegkomme von dieser zu technischen, mechanischen Denkweise, nicht unten drücken und draußen halten und irgendwas mit Kraft machen und gleichzeitig oben die Luft hinausdrücken, wo du eigentlich immer eine zu enge Kehle hast, sondern ich blase, ich singe, ich spreche und dadurch zieht sich das im unteren Rumpfbereich, Bauch, Flanken, Rückenmuskulatur zusammen als Sogwirkung nach innen oben. Das heißt, wenn ich spreche, wenn ich singe, wenn ich blase, zieht sich das nach innen oben zusammen, die Luft wird komprimiert und weil es nicht verspannt ist, bleibt die Kehle offen oder schwingungsfähig, die Stimmlippen beim Sänger und beim Sprecher und der Luftstrom kann noch frei fließen. Also die Denkweise ist eine andere, ja, nicht unten, um es nochmal plakativ vielleicht zu erklären, unten anspannen, so wie beim Gummiblaseball draufsteigen und die Luft rauspressen. Ja, das gibt immer Probleme, einen roten Kopf und die Adern kommen raus und der Hals ist zu, sondern ich blase, ich singe, ich spreche und es zieht sich zusammen und zwar in perfekter Feinabstimmung, so wie ich es eben brauche, je nachdem wie hoch oder tief, laut oder leise und so weiter ich blase oder singe. Ich würde mal zu den Zuschauerfragen kommen. Ich habe nämlich noch ein paar gefragt und auch Meinung unterstütze. Natürlich kamen auch einige, die gesagt haben, ja, viele Lehrer sprechen davon, aber erklären können uns die wenigsten. Es ist auch schwierig zu erklären, muss man wirklich zugeben. Eine Frage war, wie kann man anderen Musikern vermitteln, wie wichtig Stütze das doch ist? Also überhaupt erstmal, dass das wichtig ist. Ja, die Atemstütze hat ja immer etwas mit der Tonproduktion zu tun. Also ohne Stütze, die Frage ist nur das Wie, kriege ich keinen Ton raus. Oder noch anders formuliert, der freie Luftstrom, ohne einen freien Luftfluss kannst du keine Töne produzieren. Und deswegen ist es so erstaunlich, dass man so wenig darüber redet. Ich bin ja ein Vertreter, der schon seit Jahrzehnten eigentlich mit dem Zeigefinger darauf hinweist, es müsste ja mindestens 2 Jahre in den Studienplänen verpflichtend niedergeschrieben werden, und zwar als Ergänzung. Nicht? Die Leute haben immer Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Es ist ja jeder ein Spezialist auf seinem Instrument und jeder hat seine Qualitäten von der Literatur, von der Stilistik her und so weiter. Aber eben dieses wichtigste Grund- und Kernthema, da tun sich doch die meisten schwer, eben das wirklich auf den Punkt zu bringen. Es ist ja auch ein bisschen die Unsicherheit, nicht, die dies zu diesen unterschiedlichen Lehrmeinungen führt. Jeder bemüht sich ja, nicht? Aber wenn das dann wirklich im Kern so praktikabel zu vermitteln, dass man in der Praxis damit was anfangen kann und dann wirklich gezielt ein Fortschritt dann möglich ist. Da fehlt es immer an der Ball. Natürlich ganz, ganz wichtig, um eben jedem auf seinem Instrument, jeden in seiner Profession da zu unterstützen. Ich nehme als Beispiel, ich habe eine wunderbare Erfahrung an der Uni in Augsburg, wo ich seit 2011 eben diesen Lehrauftrag habe und schon vorhin, schon ab 2005 Workshops gehalten habe. Ich bin jetzt ja Trompeter und Opernsänger gewesen. Und trotzdem unterrichte ich dort die Holzbläser. Oboe, Fagott, Klarinette. Ich sage jetzt dazu, ich habe noch nie einen Ton in eines dieser Instrumente hineingeblasen. Ich weiß auch keinen Griff, den Sie da greifen müssen. Ja? Und trotzdem funktioniert das in Perfektion, weil das wissen Sie ja ohnehin von Ihrem Professor, der auch mittlerweile ein Freund von mir ist, auch von meiner Arbeit profitiert hat. Und wir tauschen uns heute noch permanent aus. Und eben dieser kreative Dialog, wo wir
unsere Meinungen, Erfahrungen dann gegenüberstellen und dann gegenseitig profitieren. Das macht das möglich, dass eben die Klangqualität, die Geläufigkeit, die Zungentechnik und so weiter, alles hängt von der Luft ab, über eine saubere Atemführung, dann bis zur professionellen Ebene in der Umsetzung am Instrument bis zur Literatur dann schaffen können. Aber eben, die Voraussetzung ist immer, dort funktioniert das, weil dieser eine Professor wirklich dahinter ist und Augen und Ohren offen hat für alle möglichen Dinge, von denen man profitieren kann. Und das ist vielleicht ein Appell auch von meiner Seite. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig ausspielen oder auf der Meinung bestehen. Auch ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen, aber ich weiß sehr wohl im Detail, wie man das eben im Dialog dann ergänzen kann. Und jeder kann sich dann raussuchen, wovon er profitieren kann, wo ist seine Logik und so weiter. Nur diese Diskussion schon, die findet aus meiner Erfahrung viel zu wenig statt. Okay. Dazu komme ich nachher nochmal zu diesen, auch zu den Ausbildungssystemen. Es kam noch die Frage, aber die hast du so ein bisschen schon beantwortet. Kann man das als älterer Spieler noch lernen, wenn man das vorher noch nie gemacht hat? Also. Immer. Es ist noch nie zu spät anzufangen, weil wenn ich verstanden habe, wie das im Kern funktioniert, dann ist das kein Problem umzusetzen. Ich muss nur wissen, wie. Das ist nur das Problem, wenn man jahrelang, oft jahrzehntelang fehlerhafte Bewegungsabläufe, Mechanismen sich angewöhnt hat, ja, dann braucht es schon viel Erfahrung damit umzugehen, das auch umzustellen, und natürlich ist das mit Arbeit verbunden. Nur, ich sehe es mal so, man muss zuerst von der Technik her in einen positiven Bereich kommen, und wenn das mal in diese Ebene geführt ist, dann erst hat das Üben, das Trainieren in diesem Sinne einen Sinn, weil du dich gut weiterentwickeln kannst. Bist du noch im negativen Bereich und hast du Überspannungen, dann hast du unter Umständen das Problem, dass die Überspannungen immer mehr trainiert werden, je fleißiger du bist. Und das kennen wir alle nicht. Ja. Es geht mal einen Tag gut und dann geht wieder 4, 5 Tage nichts. Warum? Der gute Tag, da hat man ein gutes Gefühl, die Sonne scheint, Frühschoppen ist, was weiß ich, man ist gut drauf und hat eine positive Körpersprache. Und dann geht wieder 4, 5 Tage nichts, weil ich es nicht technisch kontrollieren kann. Das ist mein Denkansatz. Ich muss schon im Detail wissen, wie das funktioniert, wie die Funktionalität aufgebaut ist. Und dann kann ich das sehr bewusst steuern und automatisieren. Und darin liegt dann die Chance, in dem Wiederholen, dass ich das eben im Automatisieren so weit schaffe, bis ich nicht mehr über die Einzelheiten nachdenken muss. Und dann wird es wieder greifbar und sehr schnell wieder auch umsetzbar. Hast du eine Mini-Übung für jemanden, der jetzt daheim sitzt und sagt, boah, ich würde jetzt gerne mal was ausprobieren? Also zu versuchen, beim Einatmen die Bauchdecke völlig frei zu lassen und beim Ausblasen darf die Bauchdecke möglichst direkt nach innen sich bewegen und der Oberkörper soll sich in der Art und Weise öffnen, dass man während dem Ausblasen die Hände, die Arme zur Seite gibt. Das Mhm. heißt, das, was oft Sänger so instinktiv machen mit großen ausladenden Bewegungen, eben um eben den Körper freizugeben. Nur machen sie es oft nicht bewusst, sondern das ist in der Gestik dann zu suchen. Ja, das mache ich mit einer einfachen Hilfe zum Prinzip. Wenn ich ausblase, das ist jetzt ja ein Podcast, sind wir nur tonlich jetzt anwesend oder auch bildlich zu sehen? Ich weiß nicht. Eigentlich nur tonlich, aber ich kann den Ausschnitt ja rausschneiden und mal auf Instagram machen Okay, oder so. also, aber es geht eben darum, dass ich zeige es dir mal, dann Ja. weißt du mal, um was es geht, dass ich beim Ausblasen wirklich bewusst den Oberkörper öffne, wo der Oberkörper nach vorne oben freigegeben wird und die Schultern seitlich nach außen, hinten, unten verdrängt werden. Und diese große Gestik, wenn du so willst, sollte der Kern der Sache werden. Das heißt, egal welchen Ton du sprichst, singst oder bläst, es soll immer in eine offene Körpersprache münden, anstatt den Körper zu verengen. Verengst du den Körper, ist die Stimme schon wieder verpresst, der Hals zu, die Luft kriegst nicht mehr locker genug hinaus. Okay. Ich hoffe, das war jetzt für die Hörer gut klar. Ja. Also, ich glaube, man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass wenn der Körper sich aufmacht, ja nicht ins Hohlkreuz zu gehen, wenn ich das, Ja, genau. Man kann es weil das ist, natürlich überall genau, übertreiben, das nicht? ist ja sonst die Gefahr so ein bisschen.
Wenn man es zu sehr macht, dann kommt man ins Hohlkreuz und kommst in Rückenlage und Genau. dann ist man natürlich auch überstreckt. Das heißt, es ist dieses gute Mittelmaß, nicht zumachen, aber auch nicht in Rückenlage kommen, damit du in dieser goldenen Mitte diese Bewegungsfreiheit hast, um eben dann, wenn du Leistung bringen musst, wenn du Töne provozierst, in welcher Situation und Lage auch immer, ja, die Beweglichkeit hast, um reagieren, agieren zu können. Kam noch eine Frage, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wie kann man die in Anführungszeichen extreme Stütze für die dritte Oktave schnell aktivieren? Zum Beispiel, das fand ich jetzt sehr, sehr, sehr lustig, zum Beispiel nach langen Ehrungen. Also wenn ich quasi da sitze, bin eingespielt, dann muss ich mir irgendwelche Ansagen und Ehrungen anhören und dann muss ich wieder Okay. auf dem Punkt fit sein. Muss man wieder ein bisschen ausholen, nicht? Also Ja. um den Luftdruck für die hohe Lage aufzubauen. Das ist eine Frage vom Luftdruck, nicht? Ja. Da geht es ja wieder darum, dass ich schnell genug eben die Luft komprimiere. Luftdruck ist Tonhöhe. Und eben, wenn ich eine Pause gehabt habe, eben mit dem Wissen, dass ich eben möglichst direkt nach innen oben gehe, mit der Bauchdecke nach innen, Zwerchfell in der Bewegung nach oben unterstützt. Und dann gibt es auch Übungen, wo ich gegen diesen Widerstand, gegen die Lippen in dem Fall, die Luft komprimiere und dann eben, ich bezeichne das als Dartpfeilprinzip, wo ich mit Schwung nach außen gehe. Es ist ja auch so ein Kernproblem in der unterschiedlichen Pädagogik, dass man einerseits davon spricht, man müsste was zurückhalten, eine Einatmentendenz halten und das Inhalare Laboce ist ja der Ursprung dieser Lehrmeinungen, was ursprünglich aus dem Bel Canto bekommt. Das habe ich ja ausführlich in mehreren Fachartikeln beschrieben, wie das gemeint war als Suggestivvorstellung. Nur es ist ja völlig kurios, nicht, wenn man, ich sag's mal plakativ, 3, 4 Stunden in Bayreuth Wagner schmettern muss und davon spricht, dass man die Stimme inhaliert und die Luft zurückhalten muss, nicht? Das funktioniert in der Praxis nicht, ja? Es war eine Suggestivvorstellung, wo man einen perfekten Zustand beschrieben hat mit diesem Inhalare la voce, Inhalieren der Stimme, ja, wo ich mit völliger Leichtigkeit und mit perfekter Klangqualität gesungen habe. Nur das heißt ja nicht, dass ich die Luft nach innen gesaugt habe, ja. Sonst hätte ich nur ein Geräusch. Also der Luftfluss muss immer nach außen passieren, um Klangqualität und Volumen und so weiter erreichen zu können. Und da liegt eben in dieser Formulierungsweise nicht, die Luft zurückhalten zu müssen. Das heißt ja wirklich wortwörtlich in den Lehrbüchern, dass man die Einatemstellen fixieren muss, dass man das Zwerchfell daran hindern muss, dass es zu schnell nach oben geht. Und man verliert damit, auch wenn ich hier nicht die Muskulatur bewusst mit Kraft anspanne, ja trotzdem wieder die Elastizität, wenn ich das unten fixiere, in die Breite dränge, diese Weite dann halten muss. Und du hörst schon wieder, wenn ich den Bauch rausstrecke und das halte, wird die Kehle schon wieder eng. Ich vertrete die Meinung, eben nichts zurückzuhalten, sondern eben mit Schwung nach außen zu gehen. Dieser Schwung nach außen, wie wenn du jemandem nachschreist, ja, der gibt dir die Möglichkeit, die Luftsäule mit dem entsprechenden Luftdruck in einer Hundertstel Sekunde aufzubauen und dann die Luft schon fließen zu lassen. Aber eben nur mit dieser positiven, offenen Körpersprache, damit du eben wirklich eben die volle Flexibilität im ganzen Rumpfbereich dir bewahren kannst. Und wie kriege ich die so schnell? Das war ja die Frage. Also wie kriege ich das auf den Punkt so schnell? Indem du, wenn das mal geschafft ist, mit der entsprechenden Übung den Oberkörper frei zu kriegen, Ja. immer wieder versuchst, mit Schwung an nach außen zu blasen. Und durch dieses sich zusammenziehen und wieder lösen der Muskulatur, es geht ja auch um diese Spannkraft, die Schubkraft vom Zwerchfell. Ja? Ja. Ich sage mal dazu, als ich noch aktiv war, ein G3 zum Beispiel war jederzeit ohne zu üben für mich möglich. Für die viergestrichene Oktave, und ich habe durchaus auch mein F4, G4 geblasen. Da brauchst du dann schon wirklich diese Schubkraft, wo du eben die Spannkraft kriegst, dass das Zwerchfell mit der gesamten Atemmuskulatur rundherum die Luft zunächst komprimieren und dann noch fließen lassen kann. Ja? Also immer wieder mit Schwung nach außen blasen und gezielt durch dieses sich zusammenziehen der Muskulatur eben nicht bewusst mit Kraft anspannen, sondern die Muskulatur zieht sich zusammen, komprimiert die Luft und dann wird die Luft
ins Fließen gebracht, ja. Das immer wieder wiederholen, bis das so automatisiert ist. Und dann ist es natürlich diese Frage der Spannkraft, das regelmäßige tagtägliche Üben und eben immer bis zu diesem Maß, wo ich es schaffe, trotzdem flexibel zu bleiben. Denn du merkst ja auch, wenn du es zu intensiv machst, irgendwann wird die Muskulatur dann müde. Und je müder sie wird, desto träger wird sie, desto weniger schnell entspannt sie sich nach dem Blasen. Und da ist dann wieder die Grenze, nicht? Wo ist deine tägliche Arbeit dann, wo sie hinführt, wie flexibel bist du? Und das ist abzustecken, wie weit kannst du gehen, ohne dir zu schaden, ohne wieder zu verkrampfen. Also Kern der Sache, nichts zurückhalten, sondern mit Schwung nach außen blasen, mit offener Körpersprache. Aber ich brauche ja, brauche ja trotzdem für hohe Töne eine gewissen Druck, gewisse Ja. Spannkraft. Ja. Wie erklärst du jemandem, der sagt, okay, wie kann ich jetzt den Unterschied merken, dass ich zu viel mache und dabei eigentlich ja diese Kraft auch brauche? Also das ist ja auch so ein schmaler Grat. Zu viel magst du, wenn der Hals zugeht und die Kehle verengt oder blockiert. Okay. Wenn du Spannkraft, Schubkraft trainieren willst, wäre zum Beispiel, wenn ich es mal fachlich und technisch Ja. erkläre, nicht? Du brauchst ja immer einen Widerstand dazu. Es geht ja ums aktive Ausatmen gegen einen Widerstand. In dem Fall beim Bläser und beim Trompeter, High Notes und so weiter, sind es natürlich die Lippen und beim Artikulieren auch die Zunge, die diesen Widerstand bieten. Und man kann zu Übelzwecken eben zunächst mal die Lippen, hier zum Beispiel, ich zeige es dir mal mit dem Daumen, die Lippen zuhalten und gegen das verschlossene Ventil ausblasen. Und dann, wenn du momentan das Ventil öffnest und vorhin gegen das verschlossene Ventil geblasen hast, dann zieht sich die Muskulatur immer mehr zusammen, das Zwerchfell geht nach oben und die Luft wird zunächst auf diesen hohen Luftdruck komprimiert. Und dann gibst du den Daumen frei oder letztendlich dann die Lippen oder die Zunge beim Artikulieren. Und so kann man das gezielt dann üben, dass man eben diese Schubkraft, diese Spannkraft kriegt. Wieder ist jetzt schwierig, weil Ja. wir keine bildliche Möglichkeit haben. Aber ich versuche es mal zu simulieren, wenn ich das Geräusch hier provoziere, wenn ich mit verschlossenem Ventil mal ausblase, ja, dann hast du ein Geräusch, als würdest du ein Ventil von einem Autoreifen öffnen. Ja, dann geht der Luftdruck momentan weg. Und so ähnlich natürlich nicht so viel Luftdruck wie beim Autoreifen tatsächlich, aber du hast schon einen unglaublich hohen Luftdruck aufzubauen, um eben diese High Notes erreichen zu können. Und ich sage wieder, das Grundkonzept ist, Luftdruck ist Tonhöhe. Anders formuliert, du kannst einen perfekten Ansatz haben, mit Kraft, Ausdauer, gute Auflage, Druckverteilung und so weiter. Wenn du den Luftdruck für die High Notes nicht aufbauen kannst, wirst du sie trotzdem aus meiner Sicht nicht erreichen. Und da kannst du quetschen, dann geht es vielleicht ein, zweimal und dann sind die Lippen blau. Es geht aber darum, dass du dann die Luft dann noch fließen lassen kannst und die Lippen dann doch frei schwingen. Und das ist ja die Grundproblematik, nicht? Ein, zwei, dreimal geht es ja manchmal, man presst dazu und dann sind die Lippen überbelastet. Und dann geht es schon immer mit dem Üben und dann gibt es aus diesem Grund ja so wenige, die das wirklich schaffen. Also musst du irgendeine Alternative schaffen, dass wenn die Lippen schon müde sind, du trotzdem es üben kannst, um eben den Luftdruck, die Luftsäule aufbauen zu können. Und das wäre so eine Variante, mit geschlossenem Ventil mal zu Beginn auszublasen und dann so viel wie möglich dagegen auszublasen, um die Luft aufzustauen und dann die Luft freizugeben. So trainierst du, ohne den Ansatz zu belasten, die Atemmuskulatur und letztendlich die Schubkraft vom Zwerchfell und so weiter. Okay, ich habe Bläser gelassen in der 5. Klasse. Wie bringe ich Schülern, weil ich immer mehr feststelle, dass der Atem ja völlig verkümmert ist, irgendwie bei den Kindern heutzutage. Ich bin ja schon mal froh, wenn die überhaupt irgendwie tief atmen können. So, also Ja. so, und nicht Schultern hochziehen und so. Also da bin ich schon mal froh. Aber wie bringe ich denen jetzt noch bei, dass der Oberkörper sich noch öffnet. Na, der Kern sagt, der Sack ist schon mal zu Beginn eben gerade bei den Jüngeren mal darauf zu schauen, dass sie eben, wo doch die Trompete sehr schwer ist und sie schnell müde werden und dann eben den Körper verengen, dass du immer wieder darauf schaust, dass eben
eine positive, offene Körpersprache, sprich eine aufrechte Körperhaltung da ist. Ja? Und eben auch das immer wieder zu beobachten, wenn sie müde wären, eine Pause zu machen, wieder aufzulockern. Es ist egal, was du machst, nur mach nicht zu, sondern gib den Körper frei. Und das kann man natürlich spielerisch dann machen, was weiß ich, auch den Löwen machen und zwischendurch sich auflockern, wie auch immer. Aber das Entscheidende ist, die Probleme tauchen meistens erst dann auf, wenn du den Körper beim Blasen oder beim Singen verengst. Dann geht die Kehle zu. Und das müssen wir vermeiden. Beim Bläser sollen die Stimmlippen in dem Fall ja völlig geöffnet bleiben, um eben direkt zu den Lippen, zur Zunge und in das enge Mundrohr zu gelangen. Das ist die Kunst, eben keine Überspannungen aufzubauen, dass eben die Kehle völlig offen bleibt und hier nicht im Hals schon blockiert. Beim Sänger müssen natürlich die Stimmlippen auf und zu machen in einer gewissen Frequenz. Da geht es eben darum, dass nicht zu viel Druck draufkommt und dass nicht sich beginnt zu reiben, wo die Stimme dann luftig und heißer wird und dann eben nichts mehr aushält. Ja? Also letztendlich ist dieser freie Atemfluss immer die Voraussetzung, dass entweder die Lippen oder die Stimmlippen in diesem fließenden Luftstrom frei schwingen können. Und dazu muss genügend Luft locker genug nach außen geführt werden können. Was aus meiner Sicht wieder nur mit dieser positiven, offenen Körpersprache möglich ist. Okay. Du schreibst drei Schlagworte in deinem Buch: Offenheit, Beweglichkeit, Lockerheit. Genau. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, ja, verstehe ich. Sehe ich genauso. Wenn ich jetzt aber ganz viel Lampenfieber habe, dann mache ich ja instinktiv fester. Also da bin ich ja auch fester. Dann habe ich ja, also aber wie entgehe ich dem quasi? Verstehe ich schon die Frage wieder da sieht man schon wieder das Kernproblem. Du merkst ja, in dieser Situation, Stresssituation, baut man mehr Spannung auf und dadurch beginnst zu blockieren. Du fühlst dich nicht wohl, du wirst enger. Und damit ist hier schon meine Theorie schon wieder bestätigt eigentlich, nicht? Man soll nicht mit zu viel, mit bewusstem Anspannen, mit bewusster Muskelkraft arbeiten, sondern es muss immer in Beweglichkeit und Offenheit geführt werden, um eben trotz eben hoher Lage, hohem Luftdruck und so weiter, die Elastizität nicht zu verlieren. Ja? Also wieder, das Kernproblem ist, wenn du nervös bist, diese Überspannung zu lösen, dann kann man wieder gezielt mit Übungen, mit dem Auflockern der Bauchmuskulatur die Flexibilität rausholen. Man zieht es jetzt wieder nicht, es ist viel einfacher, das bei einem Workshop in Präsenz zu vermitteln und mit Bildsprache. Aber letztendlich geht es im Kern darum, eben, dass ich weiß, ich darf die Bauchdecke nicht anspannen oder irgendwas fixieren, ist schon eine große Hilfe. Für dich, dass du dann trotzdem schnell genug zum Beispiel den ersten Ton zu erreichen, ist ja oft das große Problem, nicht? Weil der erste Gigs, dann spritzen die Schweißtropfen und dann ist schon der Stress noch umso größer. Aber wie kann ich es schaffen, den ersten Ton wirklich sauber und locker genug zu erreichen? Eben wieder mit diesem Schwung nach außen, wo du eben schnell genug mit der Bauchdecke nach innen gehst, das Zwerchfell sich nach oben bewegt, das Brustbein sich öffnet und der ganze Oberkörper nach vorne öffnen kann. Also es geht eine Bewegung, wenn du so willst, ergibt die andere. Bauchdecke nach innen, Zwerchfell nach oben, Brustbein hebt sich, Oberkörper öffnet sich und die Schultern werden noch seitlich verdrängt. Wenn du zum Beispiel nur aus Gewohnheit die Schultern fixierst, kann der Oberkörper auch ein bisschen öffnen, aber dann blockierst du. Und dann staut sich unter dem Brustkorb. Und dann hast du schon wieder das Problem, dass die Flexibilität nicht mehr da ist. Also es geht immer um dieses Prinzip der Beweglichkeit, dass du, solange du bläst, singst oder sprichst, immer eine Bewegung möglich ist. Solange sich was bewegt, kann die Muskulatur nicht verkrampfen und dann geht der Hals nicht zu. Du hast vorhin gesagt, dass es ja oder dass dir immer wieder bei Sängerinnen oder bei Videoaufnahmen natürlich auffällt, was da schiefläuft. Gibt es auch Beispiele, wo du sagst, wenn man sich den anguckt oder die anguckt, sieht man, wie es richtig geht? Ja, es gibt wunderbare Beispiele, wie früher einen Fritz Wunderlich zum Beispiel. Ja. Es gibt auch von den heutigen Sängern einen Jonas Kaufmann, der eben den Oberkörper freigibt, aber es
auch seine Problemstellungen durchaus hatte. Ich spreche mal das Thema Kompensationsbewegungen an. Ich weiß nicht, ob du schon mal beobachtet hast, wenn Leute zu eng sind, dann beginnt oft der ganze Kopf und der ganze Körper zu wackeln. Bei den Sängern sieht man oft noch, dass der ganze Unterkiefer und die Zunge mit zu wackeln beginnt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass im Rumpfbereich zu viel Spannung aufgebaut wird. Und das ist durchaus zu beobachten, nicht nur bei den Sängern, sondern auch manches Mal bei den Bläsern, wenn eben der Körper zu eng ist, die Schultern fixiert sind und eben die Bewegungsfreiheit nicht gegeben ist. Dann musst du dir das so vorstellen. Ich gebe ein berühmtes Beispiel, Plácido Domingo. Einer der größten Sänger, fantastischer Künstler. Und immer wieder siehst du, wenn er einen Ton zum Beispiel aushält, beginnt der ganze Kopf zu wackeln und auch der ganze Körper. In gewissen Situationen. Es gab früher so eine Technik, wo die Opernsänger den Kehlkopf durch Senken des Kopfes nach unten gedrückt hatten. Ja, gibst du den Kopf beim Singen nach unten, verengst du auch den Körper und dann kannst du ihn nicht mehr so öffnen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und dann ist es klar, wenn der Körper nicht öffnen kann und du trotzdem die Leistung bringen musst, dann beginnt als letzte Möglichkeit noch in sich die Muskulatur sich so hin und her zu bewegen, aber mit einer Überspannung. Domingo hat das Glück, dass sich das nicht auf die Klangqualität übertragen hat. Er könnte nur aus meiner Sicht leichter singen, wenn er eben den Oberkörper weiter öffnen würde. Beim Opernsänger geht es ja um Kehlkopftiefstellung und so weiter. Du kannst nur eine Opernstimme entwickeln, wenn eben der Kehlkopf gesenkt ist, dass du Kopf- und Brustresonanz miteinander verbinden kannst und einen Registerausgleich schaffen kannst und so weiter. Aber der Kern der Sache ist immer, wenn du von außen siehst, dass irgendwo was wackelt, ob der Kopf, der ganze Körper, die Zunge, der Unterkiefer, dann ist immer das ein Zeichen dafür, dass im Rumpfbereich zu viel Spannung aufgebaut wurde, weil zu wenig Offenheit und Beweglichkeit möglich ist. Gibst du den Körper frei, kann die Luft durch diese Bewegung viel freier fließen und du hast auch für eine viel größere Bandbreite vom Lungenvolumen her, vom Luftvolumen, vom Phrasenbogen. Du kommst nicht so schnell ans Limit, weil du eben das in die Öffnung führst, anstatt zu verengen, wo du ja immer wenig Luft reinkriegst und auch nicht mehr rauskriegst. Ja, also anders formuliert, je mehr Bewegung möglich ist, desto mehr Luft kannst du bewegen. Verstehe ich. Hast du zufälligerweise einen Bläser im Kopf, wo man das gut sieht, wie es richtig geht? Mir fällt eher ein negatives Beispiel ein, aber Auch gerne das, wenn du es sagen möchtest. Ich weiß nicht. ich nehme es mal als Beispiel dafür auch, wie auch die Eitelkeiten verlagert sind. Ein berühmter Jazz-Trompeter, ich nenne mal keinen Namen, da gibt es diese Combined Yoga Breathing. Er hat fantastisch gespielt. Ich habe ein Konzert gesehen, wo er das so beschrieben hat. First you go this way, also Bauchdecke raus, dann im Brustbereich ganz nach oben ziehen und dann von oben nach unten drücken. Und dann war das so erklärt, und learn like, go like Muhammad Ali, also festmachen und anspannen. Jetzt hat er fantastisch geblasen. Am Abend beim Konzert hat er auch aufgerissen, von oben nach unten gedrückt, die Luft komprimiert, aber dann ging sein sehr korpulenter Bauch direkt nach innen und der Oberkörper hat sich massiv geöffnet und er hat so einen Sound gehabt, ja, weil er mit dem Öffnen mehr Luft lockerer rausgebracht hat. Ja? Also das, was er erklärt hat, Bauch anspannen, hat er letztendlich gar nicht selbst gemacht, sondern instinktiv dann mit dem Öffnen sich die Flexibilität bewahrt und dann diesen Sound und dann als großartiger Trompeter dann wirklich unglaublich phrasiert ja, improvisiert und so weiter. Und als ich ihn dann darauf angesprochen hatte, es ist eine Technik ohne unnötigen Aufwand möglich. Dann war er sofort eingeschnappt und hat gesagt, you cannot tell me that you can play a WIC without any use of force. Drehte sich um und ging seine Wege. Das heißt, die Dialogbereitschaft war nicht da, sich auf eine andere Meinung oder ein anderes Argument einzulassen. Und trotzdem hat er fantastisch gespielt. Nur,
Die Frage ist dann diese Diskrepanz, was hat er tatsächlich gemacht und was hat er erklärt? Und da liegt auch immer, das sind meistens zwei Paar Schuhe, nicht? Ein guter Bläser, ein guter Sänger ist nicht zwingend auch ein guter Lehrer. Viele wissen auch nicht im Detail, was sie wirklich machen, sondern haben verschiedene Meinungen gehört und was sie letztendlich in der Praxis machen, differiert aber zu dem, was sie dann wirklich dann sagen. Also auch hier ist in der Pädagogik eigentlich ein großer Nachholbedarf, eben diese Dialogbereitschaft, dass man diese Materie mal aufarbeitet. Was ist da wirklich dran? Anspannen, wissen wir mittlerweile, ist eigentlich problematisch. Luft zurückhalten, draußen halten, aus meiner Sicht auch. Aber heute ist es noch immer so, dass ein Großteil des gesangspädagogischen Bereiches eigentlich sich nicht auf diese Thematik, auf diesen Dialog einlässt. Und vor allem das nicht gegenüberstellen. Man müsste das mal gegenüberstellen und dann wirklich eine Studie machen und das ausprobieren, was effektiver ist und warum bekommen viele Leute das Problem. Okay. Wie wirkt sich eine falsche Stütze Atemtechnik auf andere Dinge wie Artikulation aus? Naja, es steht wieder in unmittelbaren Zusammenhang, nicht? Eine gute Atemtechnik ist die Voraussetzung, um sauber artikulieren zu können. Und umgekehrt, ich habe auch dazu Fachartikel geschrieben und neue Zugänge geschaffen, wie man das beschreiben kann. Ist denn die saubere Artikulation die Voraussetzung, um die Atemmuskulatur flexibel zu halten oder wieder zu kriegen? Aber so ähnliche Thematik wie mit dem Begriff Stütze. Jeder kennt diesen Begriff, deswegen schreibe ich ihn als Titel von meinen Büchern da mit zwei Rufzeichen und einem Fragezeichen. Aber es ist unglaublich schwer zu erklären. Und auch mit der Artikulation ist es so, dass wir ja im klassischen Bereich alle diese Grundbegrifflichkeiten kennen. Wir kennen die italienischen Begrifflichkeiten und wir kennen die deutschen Übersetzungen. Ja? Non legato, tenuto, portato, staccato, legato. Ja? Aber um diese grundlegenden Artikulationsarten genau voneinander unterscheiden zu können, muss man ja nicht nur die Artikulation im eigentlichen Sinn, also den Tonanfang beschreiben, sondern auch das Tonende. Und da ist meine Erfahrung, dass eben von den Anweisungen auch im praktischen Unterricht man immer wieder hört, man soll butterweich und breit phrasieren. Und in dieser Anweisung, was ja natürlich klanglich wünschenswert ist, kommt man immer wieder in die Verlegenheit oder Versuchung, zu breit zu blasen. Und wenn du breit bläst, wie im Tenuto, breit gehalten und auch im Portato hast du ja zwar weich gestoßen, aber breit und weich und getragen das zu blasen, dann hältst du eigentlich permanent, wenn du auf gleicher Tonhöhe spielst, die gleiche Spannung. Und dann ist es klar, dass du nach 2 bis 3 Zeilen irgendwann die Spannung nicht mehr los wirst. Und wieder die Kehle zugeht und es zu eng wird. Ja? Das heißt, ich nehme das Stichwort Non Legato her. Ein Non Legato als Beispiel ist natürlich in der Praxis viel einfacher wieder zu zeigen. Geht es eben darum, dass man die Flexibilität sich bewahrt. Das heißt, jedes Tonende lässt du wieder von der Spannung her frei. Wenn ich einen Viervierteltakt blase und die Eins dazu, dann löst sich immer wieder nach jedem Ton bis zu einem gewissen Maß die gesamte Atemmuskulatur im unteren Rumpfbereich. Bläst im Tenuto oder im Portato breit gehalten, wird die Spannung immer am gleichen Level gehalten. Das heißt, im Tenuto oder Portato hast du diese 5 Noten, die du gespielt hast, schon 5-mal so lang die Spannung halten müssen wie im Non Legato. Und da liegt der Kern der Sache, nicht? Wie kann ich mit dem Long Legato mir die Reserven rausholen in der Praxis an der Literatur, um eben, wenn du das Tonende freilässt, den nächsten Ton schon wieder mit Schwung anzublasen, wieder die Elastizität, die Direktheit, die Substanz zu bekommen, anstatt eben immer gleichbleibend die Spannung zu halten und irgendwann geht die Kehle zu und dann wirst du müde und fest. Aber das ist jetzt sehr schwer, jetzt nur rhetorisch, ohne es zu zeigen und ohne Bild, nur mit Ton das zu simulieren. Dazu wird man mal einen Live-Workshop brauchen, wo man das demonstrieren kann und gegenüberstellen kann. Aber da sage ich einen letzten Satz dazu. Ja, Eben gerne. die Artikulation spielt eine große Rolle, um eben insgesamt die Atemmuskulatur flexibel zu halten oder wieder flexibel zu bekommen, um eben
in der Literatur bis zum Schluss von einer Etüde oder einem Konzert frisch zu bleiben, sich nicht festzublasen. Und das ist ja das, was man bei den großen Künstlern, die eben diese Natürlichkeit sich bewahrt haben, dann wirklich merkt, nicht? Dass sie, man hat den Eindruck, dass sie keine Kraft brauchen. Und das ist tatsächlich so, dass sie durch diese Flexibilität und wenn die Luft wirklich locker und mit Schwung rausgeht, eben nicht zurückhalten und trotzdem eben diese Leichtigkeit, diese Klangqualität, diese Substanz, eine saubere Intonation und so weiter haben. Wieder, es hängt letztendlich alles von der Luft ab. Deswegen sollte die Luft, die Atemführung, die Atemtechnik und die Atemstütze ein viel, viel umfangreicheres Thema an unseren Ausbildungsstätten und zwar überall in den Musikschulen bis zu den Hochschulen sein. Aber dieses kam ja jetzt nur gerade, weil du gesagt, ja immer gesagt hast, positiv nach außen blasen. Hat ja auch ein bisschen was mit Ja. Mut zu tun. Wenn ich einen leisen Einsatz habe, muss Ja. ich ja auch mutig sein, das wirklich. Selbstvertrauen? Ja. Spielt eine große Rolle. Wieder Anführungszeichen, Purzelbaumkinder, die oft nicht im Detail wissen, was sie genau tun, aber trotzdem die Leistung bringen. Und daraus habe ich auch von dem abgeleitet meine Methode entwickelt, dass ich eben auf dieser Basis, dass ich weiß, wie ich die Technik, die atemtechnischen Bewegungsabläufe führen kann, wie ich die Luft locker rausbringe. Und wenn ich dann merke, dass ich mich auf die Technik verlassen kann, dass eben jeder Ton wirklich ohne Kratzer auf den Punkt genau kommt und ohne, dass ich mich überanstrengen muss, dann wächst ja umgekehrt schon wieder auch das Selbstvertrauen in dem Wissen, dass ich mich darauf verlassen kann. Nur wenn ich das schaffe, dann hast du den Weg wirklich geschafft, dass du wahrscheinlich keine Probleme mehr im Laufe deiner Berufslaufbahn bekommen wirst, weil du es wirklich kontrollieren kannst. Und da ist eben auch wieder diese Diskrepanz, nicht? Wenn du schaffst, ins Orchester zu kommen, ein Probespiel zu gewinnen, da hängt so viel auch vom Selbstvertrauen, vom Glück und auch der Tagesverfassung ab. Letztendlich geht es aber darum, dass ich ja im Berufsalltag meine Leistung tagtäglich bringen muss. Genau, ja. Und wir wissen ja alle nicht, welcher Druck da ja eigentlich auf einem lastet. Ich hatte mal einen Solotrompeter von einem großen Orchester in Österreich bei mir, der meine Methode schon lange gekannt hat und vollkommen akkord mit dem war und das auch praktiziert hat. Er hat nur zum Beispiel vergessen, die Schultern flexibel zu halten. Die Schultern waren in diesem Berufsstress, jeden Tag die Leistung bringen zu müssen, eingeklemmt. Und damit hat er den Oberkörper eingeschränkt. Und irgendwann hat er zu blockieren begonnen. Nehmen wir das Beispiel. Einmal ein Gigser ist okay. Beim zweiten Mal schaut es dich schief an. Beim dritten Mal warten 10 Leute auf deinen Job. Überspitzt formuliert, aber die Ja. Realität ist ja letztendlich wirklich so hart. Warum? Sie muss es ja auch sein. Du musst ja deine Leistung bringen, das Publikum will ja drinnen sitzen und deine gute Leistung hören und Klangqualität und nicht, wie jemand Probleme hat. So lobenswertes menschlich wäre, darauf einzugehen, aber in der Situation selbst brauchen wir das Ergebnis, dass das funktioniert. Du musst funktionieren. Genau. Und deswegen kommt dann noch der Stress dazu. Und umso mehr ist es dann wichtig, wirklich die Kontrolle zu haben und diese Dinge nicht dem Zufall zu überlassen. Und das ist mein Ansatz, nicht? Deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Basis, die aus meiner Sicht bis heute noch viel zu wenig behandelt wird. Es geht nicht darum, was schlechter zu reden, als es ist. Es geht darum, Dinge weiterzuentwickeln, ein neues Bewusstsein zu schaffen und eben den Dialog zu führen, wo kann man was verbessern? Wenn du ins Ausland blickst, wie ist es da? Muss ich ehrlich sagen, habe ich zu wenig Erfahrung, um da Vergleiche zu schaffen. Ich kenne Okay. es doch in meinem unmittelbaren Umfeld, Ja. ja, mal ein Erlebnis war, wo man mir beweisen wollte, dass man stützen muss. Und dann ist beim F3 es wirklich so zum Überdruck gekommen, dass derjenige bewusstlos zusammengesackt ist. Also da hat man schon eine große Verantwortung. Zu viel Druck, zu viel Spannung, zu viel Überdruck im Schädel kann es bewirken, dass du einen Sekundenschlaf hast und dann wirklich zusammenklappt. Und wenn jemand noch eine Veranlagung hat, dass hier ein Blutgefäß platzen würde, dann hast du ein richtiges Problem. Also wir arbeiten schon in einem Berufsbereich, gerade als Trompeter, wo man hohe Töne und so weiter, einen hohen Luftdruck aufbauen muss, wo schon eine große Verantwortung auch da ist.
Ich sag's mal so pauschal, wenn jemand nur als Bläser unterwegs ist, ob als Solist oder im Orchester, dann kann er ja machen, was er will. Das ist ja seine Entscheidung. Aber sobald wir unterrichten und als Pädagogen haben wir sehr wohl die Verantwortung, hin und wieder über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, uns weiterzubilden, die Dinge gegenüberzustellen und eben Augen und Ohren offen zu halten. Und das ist mein Anliegen, nicht, dass man sich dieser Thematik mehr widmet, weil das bisher aus meiner Sicht zu wenig passiert ist. Und selbst auf die Gefahr hin, dass man unterschiedliche Meinungen im Raum stehen lassen muss. Oder kann, sage ich mal, ja, um eben zu sehen, was gibt's für Anschauungen? Und ich bin jetzt schon wieder bei dem Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben. Jeder soll die eigene Entscheidung haben, was ist für ihn gut und nicht, auch das habe ich vielfach erlebt, nicht, wo, mach mal überspitzt formuliert, wo manche Studenten quasi als Leibeigene betrachtet werden und du musst das machen und wenn der zum anderen Lehrer geht, wird als Vertrauensbruch gewertet und so weiter. Dann kommen wir schon wieder zu diesem Eitelkeitsspiel und so weiter, wo man sich auseinander bewegt, anstatt miteinander was zu bewegen. Ist das noch so? Also ich habe das nicht in der Trompete, sondern eher beim Gesang tatsächlich eher so erlebt. Wenn ich zu jemand anderem gegangen wäre, dann wär das als Vertrauensbruch gewertet worden. Aber ist das heute noch so? Also ich habe es zu oft erlebt, muss ich wirklich sagen, und zwar auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ich mache das mittlerweile ja durchaus seit ja, fast 30 Jahren. Die erste Auflage von meinem Buch kam ja 1996 raus. Und ja, als Beispiel nicht. Ich nehme ein Beispiel her, das ich in der 7. Auflage mal, um das auch zu verdeutlichen, wie verwerflich das eigentlich ist, ja, dieses Spiel der Eitelkeiten, weil es ja immer am Rücken der Studenten ausgetragen wird. Ich habe in Wien mal eine gesangswissenschaftliche Tagung besucht und dort erklärt, was ich für problematisch halte an den heutigen wissenschaftlichen Lehrmeinungen. Und ein paar Monate später kam dann ein inszenierter Verriss, wo man versucht hatte, damals mich mit mundtot zu machen und mein Buch rezensiert hat und was das alles für ein Schwachsinn ist und so weiter. Und das sind sogar Dinge vorgekommen, die ich gar nicht in meinem Buch geschrieben habe. Also die sind gar nicht vorgekommen. Ich kann das auch belegen, dass diese Herrschaften, die das inszeniert haben, vorhin bei anderen Tagungen in Wien waren. Und da siehst du daran nicht, also wie das System eigentlich immer wieder an diesen Eitelkeiten scheitert, anstatt sich auf einen Dialog einzulassen. Nur weil es gewisse Dinge gibt, die quasi zum Dogma erhoben werden und die nicht mehr hinterfragt werden. Eine Professorin hat auf meine Bitte um einen Dialog nach einer halben Stunde mir entgegengeworfen, das müssen Sie aber schon beweisen. Und dann war sie schon weg. Und das kann es ja nicht sein, nicht? Dass man aneinander vorbeiredet oder eben gar nicht den Versuch macht, sich das anzuschauen und das neu wissenschaftlich zu betrachten. Die Wissenschaft hat ja die Aufgabe, sich ständig weiterzuentwickeln und nicht die bisherige wissenschaftliche Lehre zu verteidigen, sonst gibt es ja keinen Fortschritt. Selbst auf die Gefahr hin, dass es ja, Themenbereiche gibt, die bisher vielleicht fehlerhaft betrachtet wurden. Aber wenn man es nicht gegenüberstellt und sich gar nicht die Mühe macht und die Mittel dazu hätte man dann ja an diesen Institutionen, ja, dann wird es eben leider Gottes immer wieder das Problem geben, dass junge Talente aufgrund dieser Eitelkeiten den Weg nicht schaffen, weil sie eben, so wie es in meiner Zeit war, vom Professor gezwungen werden, eben das zu machen und du musst das machen und wenn nicht, dann werfe ich dich raus. Und das hat in unserer Welt eigentlich nichts verloren. Wir sind Musiker, wir sind Musikpädagogen. Das ist der schönste Beruf, den man sich nur vorstellen kann. Wenn wir es nicht schaffen, und das, jetzt sag mal was ganz Plakatives, wenn wir Musiker in diesem schönen Beruf es nicht schaffen, miteinander zu reden, ja, und zwar auf einem entsprechenden Niveau und wo man auch eine andere Meinung gelten lassen kann, selbst wenn sie gegenteilig wäre von dem, was ich sage. Es geht um das Niveau und es geht um den Dialog. Wenn das nicht möglich ist, dann braucht man sich nicht wundern, warum die Gesellschaft wieder sich aufschaukelt und den Bach runtergeht und der Krieg vom Tür steht.
vor der Tür steht. Ja, also ich sehe hier auch einen Aufgabenbereich, speziell für uns Musiker, sich der Materie so zu stellen, dass man eben Wertschätzung miteinander und miteinander reden vor allem, ja, als Beispiel den Leuten zeigt, dass es eine schöne, heile Welt sein kann, die es aber leider nicht immer ist. Ich finde es dann immer so schade, weil eigentlich letztendlich soll es ja um Musik gehen. So, Darum also. geht's, ja. Und Musik funktioniert ja nur miteinander, Genau, einen genau. Orchesterklang zu erzeugen, ja. Das Ja. funktioniert ja nicht, wenn die Leute sich gegenseitig aufreiben. Das geht nur, wenn wir miteinander kommunizieren können, uns verstehen und eben auch musikalisch diesen Dialog führen, nicht? Und das Grundschlagwort bleibt immer das Gleiche, ja. Es geht nur miteinander. Genau. Was bringt die Zukunft? Wird es noch ein viertes Buch geben? Also jetzt momentan ist mal so, dass das dritte im Vorjahr erschienen ist. Weiß nicht, ob es vielleicht mal in eine Gesamtausgabe geben wird, wo in strahlend grüner Farbe vielleicht dieses Ziel erreicht ist, dass wir mehr aufeinander zugehen. Und eben deswegen danke ich auch dir für die Möglichkeit, dass ich hier eingeladen werde und dass wir eben auf Augenhöhe hier uns austauschen können und dem interessierten Publikum vielleicht ein paar Inputs geben können. Aber eben, es geht nicht um verschiedene Meinungen, es geht darum herauszufinden, was können wir für unsere jungen Talente verbessern. Ja? Wo kann man es leichter machen, dass auch die Talente, die eben nicht das Glück haben, zufällig alles richtig zu machen. Und das machen ja ohnehin die wenigsten. Aber dass auch die sich entsprechend ihrem Talent entwickeln können. Ja. Und nehmen wir das Beispiel, wie ich als neunjähriger Bub zu blasen begonnen habe. Das hat nichts mit Talent zu tun, wenn ich das erste Mal in die Trompete reinblas und eben ein schüchterner Bub bin und dann mit negativer Körpersprache keinen Ton rausbringe, oder ob, so wie es bei mir war, ich ein unbeschwerter Bub war, der ein perfektes Elternhaus hatte und lebenslustig und voller Freude war, und dann gehst halt raus mit der Luft und der erste Ton war ein G2. Und das ist möglich eben ohne zu trainieren, ein G2, wo du sonst oft 1, 2 Jahre arbeiten musst, bis da mal was rauskommt. Daran siehst du, wie diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit, diese Freude an der Materie, ja, solche Dinge bewirken kann, die eigentlich, wenn man es im System verstanden hat, jedem zugänglich gemacht werden können. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, und deswegen Dank an dieser Stelle an dich, Gerne. eben das zu vermitteln und das vielleicht in manchen Bereichen ein Umdenken zu erreichen, dass man eben, ja, genügend Platz für uns alle haben und nicht immer dieser Futterneid und Missgunst und so weiter immer wieder durchbricht, sondern wir sind Musiker, die voller Leidenschaft diesen Beruf ergriffen haben. Und auch wenn jeder seinen eigenen Weg geht, so wie es bei mir war, zuerst als Trompeter, dann gab es im Studium die Probleme, dann bin ich zum Opernsänger mutiert auf dieser Suche, habe das dann aufgeben müssen aus gesundheitlichen Gründen, weiß heute wieso, gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, und deswegen hat sich aber im Nachhinein, obwohl das nicht ursprünglich mein Ziel war, diese Leidenschaft entwickelt für die Musikpädagogik. Und ein Buch zu schreiben, zwei, drei Bücher dann folgen zu lassen, wächst du aus Idealismus. Du wirst nicht reich damit. Es ist schon schwierig genug, seine Kosten hereinzubringen, auch noch dazu, wie ich es mache im Eigenverlag. Aber es ist mein Ansinnen, den Leuten zu helfen. Du kannst niemanden zwingen dazu, aber wenn jemand das Interesse hat, dann gibt es da was, wo man sich damit beschäftigen kann. Und ich hoffe, dass ich in diesem Sinne vielen Leuten schon geholfen habe. Die Erfahrung zeigt mir das. Und ja, den Weg werde ich noch weitergehen, solange ich gesund bin, und nach Lust und Laune versuchen, das hinauszutragen in der Welt mit eurer Hilfe, dass das noch wachsen kann und ein neues Bewusstsein entstehen kann. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Wir würden zur letzten Schnellfragerunde jetzt kommen. Trompete oder singen? Meine Entscheidung war dann, trotz dieser großen Leidenschaft, zuerst die Trompete, dann die Probleme und dann doch meinen Weg nach 2 Jahren zum Heiner Trompeter zu werden, mich dann doch
für den Gesang zu entscheiden. Aber nicht, weil die Trompete meine Leidenschaft verloren hatte, sondern weil beides parallel professionell nicht möglich war. Weil du, wenn du 2, 3 Stunden gesungen hast, der Stimme Ruhe geben musst. Und wenn du danach noch 2, 3 Stunden High Notes schmetterst, dann ist die Belastung zu groß. Und als Sänger hatte ich noch mehr die Möglichkeit, auf der Bühne mich zu verwirklichen als Schauspieler. Du hast ein ganzes Orchester im Graben unten und kannst dich auf der Bühne produzieren. Das war einfach faszinierend. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Geduld, ja, im Mit Alter dir, oder? ruhiger zu werden, mit mir selbst, ja. Geduld, die Dinge, gewisse Dinge zu akzeptieren, die man nicht erzwingen kann, ruhiger zu werden und trotzdem, ja, meine musikalische Leidenschaft im pädagogischen Bereich mit meinen Schülern auszuleben, zu denen ich, wie ich sagen darf, ausnahmslos ein wunderbares Verhältnis habe. Und da kann es sein, egal ob das ein Orchestermusiker ist, der meinen Lehrgang abgeschlossen hat und wieder ohne Probleme seinen Orchesteralltag vollführen kann, als Hornist als Beispiel. Oder es kann ein völliger Anfänger sein, der in der Pension seine Berufung gefunden hat und plötzlich zum Rocksänger geworden ist und die Stimme wieder gesund ist. Also ich bin da für alle offen und werde alle gleich behandeln und gleich wertschätzen. Und darum geht es auch. Es geht um Wertschätzung. Ist egal, welches Niveau vom instrumentaltechnischen her oder beim Singen die Leute mitbringen. Ich versuche, die Leute dort abzuholen, wo sie sind und mit ihnen einen gemeinsamen Weg, eine Reise zu gehen, wo man oft erst finden muss, wo ist seine Leidenschaft zu Hause? Welches Genre wird er bedienen? Und das ist eine wunderbare Aufgabe und ein unglaubliches Privileg für mich, Leute, die freiwillig zu mir kommen, begleiten zu dürfen und dann die Stimmen wieder klingen zu lassen oder bei den Bläsern, dass eben das Kopfweh weg ist und er wieder frei musizieren kann und, und. Ja, also eine wunderbare Aufgabe. Der vorige Gast war Gabor Tarkowi und der hat die Frage da gelassen, was macht dir beim Musizieren besonders Spaß? Das Gestalterische, das immer wieder mit jeder Veranstaltung neu gestalten, kreativ sein, ja, die Kreativität, auch wenn es festgeschriebene Notenbilder gibt, auch wenn ich, wie ich damals als Beispiel die La Bohème gesungen habe, meine erste größere Partie, den Jonar, 16 Mal auf der Bühne zu stehen und diese Rolle 16 Mal anders gestalten zu können. Was natürlich nur funktioniert, wenn du perfekt vorbereitet bist und von verschiedenen Richtungen den Zugang hast, vom musikalischen, von der Regie her, von der Interpretation her, vom schauspielerischen her. Italienisch zu denken, obwohl das nicht meine Sprache ist. Das ist natürlich unglaublich viel Aufwand vorab zu leisten. Aber wenn du das bereitstellen kannst und diese Arbeit geleistet hast, dann bist du so weit, das genießen zu können. Und dann ist die Bühne so schön, dass du nicht mehr runter willst. Diese Erfahrung habe ich schon lange her gemacht, bevor ich eben meine Profession, die Musikpädagogik, entdeckt habe. Aber das wird ewig unvergessen bleiben. Okay, hast du dir eine Frage überlegt? Ja, weil das durchaus ein Thema heute war für den nächsten Gast. Wie soll das musikpädagogische Ausbildungssystem der Zukunft aussehen, um unseren jungen Talenten gerecht werden zu können? Okay, eine große Frage, aber bin sehr gespannt. Okay, welches Buch bzw. welchen Film sollte man unbedingt mal gelesen oder geschaut haben? Oh Mann, es gibt so viele fantastische Dinge da. Könnte ich jetzt nichts Konkretes nennen. Also einfach was mit viel Kreativität, mit Qualität zu tun hat. Vielleicht darf ich da nochmal übergreifend sagen, weil ich auch selbst viele unterschiedliche Genres bedient habe. Ich habe als Blasmusiker begonnen, habe Tanzmusik gespielt, durchaus auch Oberkleiner, Alpski und so weiter gespielt.
sogar mal eine Schlageraufnahme gemacht, wo dann auf einer CD das gepresst wurde, ohne dass ich es erwartet habe. Und dann bin ich plötzlich als Opernsänger vor ausverkauftem Haus auf der Bühne gestanden. Also die Entwicklung war für mich eine tolle, aber ich würde trotzdem niemals mir anmaßen, über ein Genre oder eine Musikrichtung abfällig zu sprechen. Es kommt immer auf die Qualität drauf an. Da kannst auch einen Schlager. Und da, um den gut zu bedienen, musst du auch eine unglaubliche Qualität haben, um die Leute berühren zu können. Und darum geht's. Es kommt auf das Wie drauf an. Gute, schlechte Qualität. Und wenn du das mit Leidenschaft machst, hat alles seine Berechtigung. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben? Ja, ich bin wieder bei der Carmen Burana. Okay. Die Ah ist ja. ganz, ganz toll, aufnahmetechnisch von Orchester und von den Sängern. In einer perfekten Symbiose, wo es um den Kern der Sache geht. Musik zu machen, Leute zu berühren und was rüberzubringen, das, was uns berührt, was uns zu Tränen rühren kann. Und das ist ja, was die Musik ausmacht und was so fantastisch ist in unserem Bereich, nicht? Die Musik kann jedes menschliche Gefühl ausdrücken, ohne auch nur ein Wort verschwenden zu müssen. Und Das das ist stimmt. das, was so großartig ist und immer faszinierend sein wird. Nennen ein anderes Beispiel, auch weil oft so diskutiert wird, der Opernbereich wird irgendwann aussterben und das Interesse ist nicht mehr da, das junge Publikum kommt nicht und so weiter. Eine menschliche Stimme so zu formen, dass eine Opernstimme mit dem persönlichen Timbre und dieser fantastischen Strahlkraft, diesem Volumen möglich ist, ja, das wird immer faszinierend sein. Auf welcher Bühne auch immer, in welchem Genre auch immer, aber die menschliche Stimme, dieses natürlichste Instrument, auch wenn die Trompete ursprünglich meine Leidenschaft war, das wird immer faszinierend sein und das wird trotzdem niemals aufhören. Und das ist auch nicht zuletzt mein Wunsch. Sehr schön, weil das wäre nämlich die letzte Frage jetzt gewesen. Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene? Gesund zu bleiben. Den Dialog zu führen, fächerübergreifend, genreübergreifend und eben in erster Linie ja, die Gesundheit, um eben kämpferisch zu bleiben, um was bewegen zu können, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und eben ja, in Zukunft, wenn man in die Weltgeschichte blickt, ein bisschen mehr Frieden und ein bisschen, dass wir das zeigen, was sein kann, was Menschlichkeit ist und was wir in unserem schönen Beruf eigentlich vorleben können und sollen und genießen sollen. Ja. Okay, vielen lieben Dank. Das sind schöne Worte zum Schluss. Robert, danke, dass du dir so lange Zeit genommen hast, das auch zu versuchen, nur mit Worten zu beschreiben, was ja schon auch deutlich schwerer ist, als wenn man es eigentlich auch zeigen könnte. Vielen lieben Dank. Das war die Folge mit Robert Kreuzer über Stütze. Wie fandet ihr die Folge? Sagt ihr, hey, das hat mir viel gebracht, das hat mir einige Blockaden gelöst, dann schreibt mir auch gerne oder auch natürlich Robert, denn er freut sich natürlich auch darüber, wenn Menschen es weiterbringt. Oder findet ihr das Konzept nicht so gut? Sagt ihr, da sind Denkfehler drin, da sind irgendwas? Dann schreibt mich gerne an oder schreibt auch gerne Robert, denn er diskutiert wirklich gerne über seine Sichtweise und stellt sich da auch jeder Diskussion. Ich möchte euch noch die neuen Kurzfolgen auf einen Kaffee mit ans Herz legen. Da rede ich mit einem Gast über ein Thema, circa 30 Minuten, und darf euch auch recht herzlich einladen, euch auch für dieses Format zu bewerben. Gerne auch als Musikverein, wenn ihr über eine Konzertidee, über eine andere Maßnahme Richtung Jugendarbeit oder sonstiges reden wollt, dann schreibt mich gerne an und wir finden einen Termin. Ich darf euch noch den Newsletter ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dem Supporter Buffet Grandport zu bedanken, bei Leander Machern für den Schnitt, bei Dirk Mattes für die Musik. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.